Hallo, ihr Gärtner da draußen. Aus 1 macht viel. Jetzt möchte ich euch gern zeigen, wie man aus Gartenpflanzen durch ganz einfache Methoden viele, viele Stecklinge, also vermehrte Jungpflanzen, Klone, machen kann. Ich habe mir mal hier im Garten meine Ascheblume ausgesucht. Senecio cineraria heißt sie, lateinisch. Und das ist ein Beispiel für viele andere Pflanzen, die ich durch Stecklinge im Frühling vermehren kann. Das Stecklingsmaterial schneide ich am allerbesten morgens, wenn die Pflanze noch voller Saft ist, wenn die über den Tag noch nicht viel Wasser verdunstet hat oder direkt nach dem Gießen. Ich schneide mir davon jetzt einiges an Trieben ab. Wenn ich zu meinem Gewächshaus oder zu meiner Fensterbank oder meinem Arbeitsraum jetzt einen langen Weg habe, stecke ich die Stecklinge in eine Plastiktüte, dass sie nicht verdunsten. Wir haben jetzt aber nur einen kurzen Weg. Ich nehme die jetzt und bringe sie zu meinem Arbeitstisch. Folgt mir. Den Topf versehe ich jetzt erstmal mit einer Drainageschicht. 2-3 cm von Perlite, Sand, Split oder ähnliches vernehme ich, damit das Wasser gut abläuft. Jetzt fülle ich den Rest vom Topf mit einer Vermehrungserde auf. Das ist eine nährstoffarme, Sand- oder Perlit- oder splitthaltige, torffreie Bioerde, die aus nachhaltigen Quellen entstammt. Die bekomme ich aus dem Gartencenter. Drückt das jetzt schon etwas fest, dass es gleich dann direkt mit dem Stecken der Stecklinge losgeht. Die Stecklinge von unserer Ascheblume sollen etwa 10 bis 15 cm groß sein. Ich benötige ein ganz scharfes Messer, um jetzt den Stecklingsschnitt zu machen. Hier ist die Spitze von der Ascheblume und hier unten drunter, unter dieser Blattachse, da mache ich einen schrägen Schnitt. Denn nur dort können neue Wurzeln sich bilden. Seitenblätter, die sich etwa 5 cm darüber befinden, entferne ich. Damit die Pflanze nicht zu viel Wasser verdunstet, reduziere ich die Blattfläche, indem ich ein Drittel der Blattfläche abschneide. Aus dem Gartencenter bekomme ich Vermehrungshormone. Stecklingshormone benötigen die Pflanze, um rasch einen Wundabschluss zu machen und es stimuliert die Zellen, Wurzeln zu bilden. Das ist so etwas wie Sprühverband für Pflanzen. Der Steckling wird da einfach reingetunkt und jetzt kommt der Steckling in die Erde. Ich mache die seitlich, die Löcher, mit solch einem Stecklingsholz. Ein Kugelschreiber oder etwas Ähnliches tut es genauso. Schön andrücken. Und jetzt kommt der nächste.
Der Gärtner spricht hierbei von Kopfstecklingen, also der Kopf des Zweiges, der wird vermehrt. Aber Pflanzen können auch aus Seiten- oder Teilstecklingen gemacht werden. Und das sind die Überbleibsel von ganz langen Ästen, die ich gerade eben hatte. Also dieses Material braucht ihr nicht wegzuwerfen, das können wir noch in einen Steckling verwandeln. Der hat dann natürlich nicht so eine Spitze, wie das der Kopfsteckling hat. Aber das gibt auch noch einen. Dass die keine Blätter haben, ist nicht unbedingt schlimm und nicht unbedingt tragisch, denn die werden sehr rasch anwachsen und sehr rasch neue Blätter aus den Blattachseln bilden. Als nächstes ist es ganz wichtig, dass ich jetzt den Steckling ordentlich angieße. Der Topf, der kann richtig nass dabei werden. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr mit einem Gießgerät oder mit einer Gießkanne arbeitet, beginnt mit dem Gießen außerhalb des Topfes und zieht ihn dann auf den Topf rüber. Denn, ihr werdet das sehen, wenn man jetzt drückt, kommt ein Wasserschwall raus und der würde sonst die ganze Erde wegspülen. Deswegen fange ich so seitlich an und ziehe dann das Gießgerät immer über den Topf hier drüber. Die Stecklinge müssen jetzt in eine Art Mini-Gewächshaus. Dazu nehme ich einen Bambusstock, stecke den in unseren Topf hinein, nehme nun eine ganz normale Plastiktüte und stülpe sie darüber. Jetzt habe ich hier drunter, wie der Gärtner sagt, gespannte Luft. Also hohe Luftfeuchtigkeit, und da die Stecklinge im Augenblick ja noch keine Wurzeln haben, würden die sonst zu viel Wasser verdunsten. Die Stecklinge, die stelle ich jetzt an einen schattigen Ort, bei 22 bis 24 Grad. Immer daran denken, dass die Tüte drüber ist. Wichtig, wir müssen darauf achten, dass die feucht sind. Idealerweise alle 2 Tage hingehen und nachgießen. Und so mit dem kleinen Gewächshaus darüber fangen die Stecklinge nach etwa 6 bis 8 Wochen an, neue Triebe zu bilden. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die überlebt haben und anfangen, Wurzeln zu setzen. Ich kann dann den Topf leicht ausschlagen, sehe, dass sich neue Wurzeln am Topfende gebildet haben, und nach einigen Wochen später gehe ich hin, reiße dann meinen Topf auseinander und kann dann die einzelnen Pflänzchen in separate Töpfe verziehen. Viel Spaß dabei!